Es weihnachtet sehr. Wir haben den 23.12.2020 und ich mache das, was ich eigentlich jedes Jahr mache zu Weihnachten, einen Gruß aufnehmen, um ihn an Freunde zu schicken, an Bekannte, an Geschäftspartner. Und dieses Mal darf ich ein riesen Dankeschön senden an all die lieben Menschen, die mich auf meinem YouTube-Kanal unterstützen, da sehr viel Wertschätzung für mich lassen, die mir auf meinem Telegram-Kanal folgen. Ja, und ich darf einmal reflektieren, was dieses turbulente Jahr doch mit mir gemacht hat. Einmal auf den Kopf gestellt, einmal anders bitte. Ich konnte trotz Social Distancing unglaublich viele tolle Menschen kennenlernen und habe mich vor der Kamera ein bisschen geübt. Ich durfte Impulse setzen auf der Bühne, bei Seminaren und kann mit meinen kleinen Videos und Sprachnachrichten hoffentlich noch ein bisschen weiter Menschen begleiten in dieser Zeit des Wandels. Auch für mich keine ganz leichte Zeit, obwohl ich immer versuche, positiv zu bleiben. Und das ist auch weiterhin mein Wunsch, mit positivem Wirken, mit tollen Menschen, die ich zu Gesprächen einlade und vor die Kamera trete, weiter andere anzustecken, auch positiv zu denken und im Herzen zu bleiben. Ja, und ich hoffe, dass das 2021 für uns alle sichtbar dann wirklich das Goldene vielleicht schon ist. Man weiß es nicht. Aber ich bleibe hoffnungsvoll, sage vielen, vielen Dank und habe noch, weil ich ja keine Geschenke an all die lieben Menschen da reichen kann, ein paar Zeilen aus meinem Herzen zu Papier gebracht, die ich gleich noch vorlesen möchte und wünsche allen eine ganz besinnliche und schöne Weihnachtszeit und auch jetzt schon mal vorab genommen dann auch ein gutes Rüberrutschen. In diesem Sinne mit einem Lächeln. Zeit der Stille heißt es. Ganz ruhig bin ich geworden. Atme ein und wieder aus. Die Augenlider gesenkt, um noch tiefer in mich hineinzuschauen. Ich suche Frieden, den Frieden in mir. Die Welt, in der ich glaubte, einst zu leben, hat ihre Schleier gelüftet. Und das, was sich offenbart, macht auch mir manchmal Angst. Ich möchte sie umschlingen, sie wieder hübsch verpacken, vielleicht mit einer roten Schleife dran. Mein Herz ruft Liebe. Sie kann alles heilen. Die Hände gefaltet zu einem Gebet. Die hässlichen Fratzen, die falschen Freunde, die zerplatzten Hoffnungen, ich lass sie nun gehen. Tief in mir ist dieser Funke, der mir ein Lächeln der Unendlichkeit schenkt. Zeit der Stille heißt es. Frohe Weihnachten euch allen.